Das starke Verkehrsaufkommen rund um das Bildungszentrum in den Griff zu bekommen bzw. den Schulweg unserer Kinder so sicher wie möglich zu gestalten, ist der Gemeinde Reith ein sehr großes Anliegen. Die Gemeinde Reith hat sich zum Ziel gesetzt, eine verkehrsberuhigte Zone zu machen im Umfeld des Kindergartens und der Schule. Es hat den ganz großen Aspekt Sicherheit, mehr Sicherheit für unsere Kinder. Eine verkehrsberuhigte Zone im Bereich des Bildungszentrums alleine ist aber zu wenig. Vielmehr ist man bemüht, den gesamten Schulweg so attraktiv und sicher wie möglich zu gestalten. Ab Frühjahr gibt es wieder die verkehrsberuhigte Zone im Umfeld des Reiterwirts. Und da hat man sich als Gemeinde jetzt entschieden, die Eltern anzubieten, ihr Auto bei der Gemeinde stehen zu lassen und dann den Weg hierauf beim Friedhof vorbei zu nehmen, um sicher in die Schule zu kommen. Der Startpunkt für den perfekten Schulweg ist also das Gemeindeamt. Von hier aus gehen die Kinder in einer verkehrsberuhigten Zone in Richtung Kirche. Unmittelbar vor der Kirche wird links abgebogen und der Schulweg führt die Kinder der Friedhofsmauer entlang in Richtung Pfarrfeld. Dann geht's rechts hinauf und die Schule ist nicht nur schon zu sehen, sondern überhaupt nicht mehr weit entfernt. Aber nicht nur für die Volksschüler bietet sich dieser Schulweg an, sondern auch für die Kindergartenkinder ist es eine perfekte Möglichkeit, gemeinsam mit ihren Eltern erste Erfahrungen im Straßenverkehr zu machen. Der Kindergartenweg ist für uns auch deshalb so wichtig, weil die Eltern und Kinder bereits früh genug motiviert werden, dass sie vielleicht zu Fuß oder eben mit dem Rad oder mit dem Roller in den Kindergarten kommen. Die Kinder können dann schon bereits früh auch den späteren Schulweg üben. Sie werden in der Verkehrserziehung gefördert, übernehmen schon ein bisschen Verantwortung, erkennen Gefahrenstellen und werden zunehmend selbstständiger. Und natürlich schadet auch die frische Luft, die Bewegung nicht und die Kinder starten gleich am Morgen aktiv in den Tag hinein. Übrigens, bei richtiger Kleidung sind unsere Kleinen absolut wetterfest. Da gibt es keinerlei Ausreden.